Herzlich willkommen zu Karatek TV. Heute stellen wir euch unsere Karatek Sat-Antennen vor. Noch nie war die Bedienung einfacher als mit der neuen Karatek Smart D-Serie. Und wie einfach das geht, zeige ich euch jetzt mal. Alles, was man dazu benötigt, ist die Karatek TV Fernbedienung. Und zwar müsst ihr einfach auf Open Close drücken. Das mache ich jetzt mal. Und starte somit die Antenne. Ich wähle jetzt einfach das Programm, was ich schauen möchte. Und das wäre jetzt zum Beispiel das ZDF, das ist auf Astra. Und wenn ich jetzt ein Programm schauen möchte, was auf einem anderen Satellit läuft, dann suche ich mir einfach den Sender aus, stelle den ein und die Sat-Antenne sucht den Sender, der jetzt in dem Fall auf Hotbird läuft, automatisch. Um die Antenne wieder einzufahren, drücke ich einfach hier auf den Open-Close-Knopf, dann fährt die Antenne automatisch wieder ein. Und die fährt sich natürlich auch automatisch ein, wenn ich das Fahrzeug starte. In Kombination funktionieren unsere Sat-Anlagen und unsere Fernseher natürlich optimal, denn somit kann ich mit der Fernbedienung die Open-Close-Funktion wunderbar nutzen. Aber natürlich funktionieren auch unsere Sat-Anlagen mit jedem anderen Fernseher und umgekehrt auch. Ja, und wenn ihr mehr zu unseren Sat-Antennen wissen wollt, dann besucht uns auf unserer Internetseite www.karatek.de. Dort gibt es auch eine Händlersuche oder kommt einfach hier bei uns in Landau im Service Center vorbei. Viele Grüße, eure Sabrina.